Monitoraufnahme, tada. So, herzlich willkommen zur neuen Folge Bash Wars. Wie immer, Bash Wars, Alter, ich bin komplett dumm. Nein, Scorched Earth. Heute ist dabei der Alex von den Final Fighters. Der Adrian, der ist aber gerade AFK, glaube ich, noch. Und der Bagger... Und jetzt häng ich hier im Skelett fest. Und der Baggerfahrer Robert von den Knastbrüdern. Die Knastbrüder wurden nämlich von Tribe of Pyro, das ist die erste Ordnung, angegriffen, beziehungsweise Drachen von denen wurden gekillt, das haben sie zusammen mit Caps gemacht. Und Erste Ordnung hat dann im Stream mit denen, habe ich auch ein bisschen gesprochen, mit Sheep, und der hat gesagt, wir sollen mal versuchen, die zu raiden. Dementsprechend, oder ich soll versuchen, die zu raiden, dementsprechend haben wir jetzt hier die ganzen Boys gepackt und machen sozusagen noch einen letzten dicken, fetten Angriff. Das Projekt ist ja auch bald zu Ende. Es gibt da wahrscheinlich noch so einen kleinen Angriff auf mich. Das wird, glaube ich, auch noch ganz witzig. Und ja. Die Base ist, kann mir einer die Koordinaten geben? Ich weiß gar nicht, ja, wo genau die liegt. 2020, sowas. Also da hinten beim blauen Drop. In den Berg. 2520? Jo, komm einfach zum blauen Drop dann. Ja, Moment, ich suche noch direkt einen Ludicorus. Der Plan ist nämlich, die Boys haben nämlich Drachen da ohne Ende stehen und Turrets. Der Plan ist nämlich, dass ich einen Ludicorus nehme, da C4 dran böller und dann, also einen wilden Ludicorus natürlich, ist ja, sonst feuern die Turrets ja drauf. Und dann droppe ich den auf die Base, dann drücke ich das Knöpfchen und dann geht's ab. So, aber dafür müssen wir natürlich erstmal einen finden, ne? Oh, jetzt schreibt der Ute, ich gehe in Steam off. Weil das wird echt nix, Alter. Weil wenn der dabei ist, dann wird das nix. Das sag ich dir. Nix gegen den lieben Ute. Aber das ist, ja, der schreibt mich gerade an. Aber das ist, insane. Weißt du noch, bei dem Raid mit, ja, bei dem Raid of Götter Squad, wir haben den alle gemutet im Teamspeak, weil es nicht mehr ging. Der kann einfach nicht still sein. Ja, der kann, genauso wie bei Guild Wars, wir hören da alle die Story zu und weißt, wie oft wir sagen, musst du Ute jetzt halt's Maul, weil der immer in die Geschichte reingeprabbelt hat. Der kann aber auch nicht auf. Nee, also ich habe jetzt hier einen Ludicorus, ich nehme den erstmal mit und dann mache ich das C4 da irgendwo dran. Ich habe hier sogar drei, das ist ja richtig gut. Und dann packe ich das C4 da dran, wenn ich ein bisschen näher dran bin. Wo ist denn der jetzt? Also ein bisschen näher an der Base, weil ich habe irgendwie Schiss, die spawnt C4 oder so nach einer Zeit. Hab ihn. Nee, ne? Kann man das an wilde Dinos dran setzen? Ja, kannst du überall dran machen. 2020 muss ich. Ach, beim Obelisk. Okay, ich komme zum Obelisk und dann. Ja, genau. Wie machen wir das? Soll ich erstmal allein da hinfliegen und das Ding droppen? Oder wie sieht's aus? Die dürfen uns halt vorher nicht sehen, das wäre halt schlecht. Ja, da. Jo, hi. Muss halt überraschen kommen eigentlich. Ja. Adrian, wir legen jetzt los, ne? Ja, das war. Nur so to the information. Wo droppe ich den Ludicorus am besten? Jo. Ja, wo droppe ich den Ludicorus am besten hin? Mitten drauf oder soll ich irgendeine Seite freiböllern? Würde ich hinten drauf, ne? Also zu der Seite, wo die Klippe runtergeht, weil ich glaube, da haben die den Generator stehen. Okay, ich probiere dann jetzt auch gleich nochmal kurz aus, wie der Ludicorus fällt, wenn ich den droppe. Das ist ja immer bei jedem Tier so ein bisschen anders. Manchmal teleportiert er sich so 1-2 Meter nach hinten und das wäre relativ wichtig, glaube ich. So, da bin ich, da sitzt er. So, der fällt. Na, okay. Okay, das geht. So, ich muss mal kurz gucken, welches Knöpfchen ist C4 und welches ist 1, 2, 3, andere Seite, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rechtsklick muss ich drücken, nicht vergessen, Simon. So, von mir aus. Du brauchst doch noch was zu essen. Zeigst du mich, machen wir gleich, ich drop den jetzt einfach. Zeigst mir kurz, wo die Base ist. Hier links. Hier, warte hier hoch. Oh Gott, diese Scheiße. Und kannst du vielleicht vorfliegen und testen, wie weit die Turrets schießen, damit die Turrets nicht aus Versehen dann irgendwie das C4 am Ludicorus treffen und ich dann hier in die Luft gejagt werde? Weil der hier hinter ist, glaube ich. Ich bin ein bisschen excited. Aber ein bisschen sehr. Die Infernal Fighters, die bauen auch noch so ein Luftabwehr-Türmchen irgendwo hin. Wo ich mitkrieg, ja. Hinter der Base hier. Von denen gerade. Wo bist du? Ist die vor uns da hier direkt? Blauer Drache, oder? Wo? Ah, da, ja, das bin wo ich. Wo bist du? Wo bist du? Was bist du?
Okay. Ich bin beim blauen Drop. Obelisk. Nein, Drop. Ah, hab die Base, hab die Base. Kannst du vorfliegen und gucken, wie hoch ich muss, damit die Turrets mich nicht abballern? Ich hab kein Benzin, hier aber nur 17. Reicht. Ich bleib, ein bisschen, ich bleib ein bisschen höher. Das ist ein Feuerdrache? Ich flieg nicht, ja, ich bin ein Feuerdrache über deren Base. Und ich schweb gerade genau über euch. Pass jetzt hier auf, ne? Ja, okay, dann flieg ich. Turret diesen an. Okay, ist gedroppt. Oh Gott, kannst du sehen, wo er landet? Ja, ja, ich seh's. Kann ich? Ja, du sitzt auf, genau auf der Base. Ist er hochgegangen? Noch nicht. Muss näher ran. Scheiße. Oh shit. Sag, Ben. Ja, ich seh ihn grad nicht. Scheiße, näher kann ich nicht ran, dann ballern die Turrets. Kacke. Jetzt sitzt er an beladen, du Dekarus, Alter. Jetzt läuft da gleich eine hoch, Alter, aufgepasst. Achtung. Der da rum. Das geht nicht hoch. Ich bin voll nah dran. Die Turrets sind aus. Gar nicht. Dann schießt er drauf jetzt. Nee, sind sie nicht. Die zielen jetzt auf mich, die Turrets. Ich kann den nur die Kurs, der geht nicht hoch, Alter. Was soll ich machen? Sitzt du noch auf dem Dach drauf? Nee. Dann steck mal ab. Ich hab beides schon gemacht. Komm nicht hier weiter in die Richtung, wo du gerade krabbelst. Das sind sonst ja. Immer noch nicht, ne? Nicht, dass das C4 nicht am Dodikros gehaftet ist, sondern irgendwie gebackt ist und jetzt beim blauen Obelisk am Boden klebt. Soll ich mal hinfliegen gucken? Ja, dann ist es da ja jetzt wahrscheinlich auch hochgegangen, oder? Ne, so weit geht das doch nicht. Ja, guck mal. Ich schau du mal den Dodikros. Du musst den sehen, ne? Also, ja, tu ich ja. Warte mal, schießen die Turrets hier auf mich? Nee. Nee, hier ist nicht. Tut sich nix. Wenn ist Offline Damage prevented, Alter. Die sind nicht mal online. Als ob. Ja, GG, das Alter. Ist ja traurig. Hey, die waren eben noch online. Dann ist auch klar, warum die Turrets nicht schießen. Dann nehme ich den Odikorus wieder mit, ne? Alter. Turret schießen, eure. Oh, hab ich mich erschrocken. Alter, scheiße. Alter. Und ich stehe gerade über deren Base. Oh, heilige Scheiße. Du hast mich jetzt so derbe erschreckt, Alter. Die Kugeln zahlt ihr uns. Okay, kannst du gerne haben. Ich will den Dodikorus wiederholen, weil da das C4 vielleicht. Hast du ihn denn getroffen oder so auch an ihm dran? Ja, war's. Als wir losgeflogen sind, war's dran. Vielleicht ist es einfach. Ich fliege mal zum Obelisk und guck, ob's da hängt. Ah, dann lässt du die Dinger hier einfach stehen jetzt, oder? Wie kann man das denn anders machen? Bis die gleich kommen wieder? Meinst du, die kommen denn gleich direkt? Die waren doch eben gerade noch da. Ja, ne? Als ob die auch gleich aufgegangen sind. Oh, bist du das hier, der Blitzdrache? Ja. Hier ja, ist kein C4, ne? Machen wir jetzt, Alex. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich hat die nicht gefallen. Oh, fuck, Alter. Ich hab keinen Bock zu warten. Das wahrscheinlich. Hat dir nicht gefallen, dass die hier am Spotten waren. Ja. Und dachten die sich, ne, wir gehen offline, wir gehen nicht mehr. Halt, das sind solche Honks. Genauso wie Legendary, hier ist kein C4, warte, ich zünd mal. Ah! LOL, hast du gesehen? Wo war das? Ja, hier, wo ich den Dodikorus bepflanzt habe, aber unsichtbar. Alter. Ja, Dodo-Bomben funktionieren nicht mehr. Ich will ja hier niemanden aufhetzen, aber... Was denn? Da hat wohl jemand mal aus Versehen den Tribe verkackt. Jetzt haben die deswegen keinen Namen mehr. Hä, was denn? Sich nicht mehr Tribe of Pyro nennen. Was denn? Ja, die heißen Stamm 422730. Das ist nur, wenn du deinen Stamm irgendwie verkackst durch rumgecheate oder... Echt? ...dass alle den Stamm verlassen. Dann heißt der so nach einer Zahl. Ja, weil du dann einfach einen Stamm hast, in dem keiner mehr drinne war mal. Sicher? Haben wir doch auch gehabt, Alter. Also er hat zu mir gemeint, er hat ihn umgenannt nach dem Angriff auf Ragnar. Fand ich aber irgendwie... ein Fischi. Heavy. Ja. Als wir selber Admins waren, zum Beispiel auf dem PvE-Server, hatten wir mal die Situation, wo wir beide uns aus dem Stamm geforst haben, in den anderen, um da Sachen abzureißen. Ja, und dann verliert dein Tribe eigentlich den Namen, wenn da keiner mehr drin ist. Okay. Einen Zahlennamen. Und das ist 100% safe? Ich hab keine Ahnung. Würde schon sagen. Die hätten sich dort
nur so nennen können, aus Spaß. Ja, eben. Die heißen also for fun Stamm 422730. Kann man sich noch umbenennen, den Stamm? Ja. Also, wenn ich denn jetzt sage, nennt euch mal bitte um, dann ist das kein, wenn sie... Ja, dann geht das. Können sich aber jetzt nicht mehr Trap of Pyron nennen, eigentlich, weil der ja dann schon vergeben ist. Wenn die sich nicht mehr Trap of Pyron nennen können, dann ist da was faul. Ja, dann sagen wir denen gleich mal, die sollen sich mal Trap of Pyron nennen, ne? Weil alles wir konnten klar. Es damals nicht mehr Infernal Fighters nennen. Weil das Ding ist, der Ragnar... Und die haben nämlich Ragnar angegriffen und auch hier beim Baggerfahrer, also bei den Knastbrüdern, haben die sich wohl angeblich rumteleportiert. Das können natürlich auch einfach Lex gewesen sein, ne? Keine großartigen Unterstellungen jetzt hier. Aber sollte man trotzdem auf jeden Fall nachgehen, ne? Wenn sowas ist. Das Ding war, dass vier verschiedene Tribes gesagt haben, dass Tribe of Pyro sich wohl mit Drachen teleportieren würde. Und dann habe ich das auch selbst gesehen und das sah echt übelst weird aus. Aber wir wissen jetzt, woran es liegt. Die konnten sich auch Tribe of Pyro nennen, also alles war gut. Keiner hat gecheatet. Das ist einfach nur ein Fehler, der hin und wieder mal auftritt. Also, ne, alles gut mit den Jungs. Ich bin mal im blauen Obelisk. Ich mache jetzt nochmal hier den Test. Also ich bin da hier, der beim Blitzdrachen oben an der Klippe. Das Einzige, was sein könnte, ist... dass es bei uns funktioniert hat, weil wir unsere Tiere nicht gegrabt haben. Du grabst deine. Das könnte sein, dass dann der C4 ist da bleiben. Das probiere ich jetzt. Oh, jetzt ist der im Wasser, Alter. Er ist runtergelaufen. Ja, ich hab's gesehen. Ist das ein Stress hier? Jetzt greift Wo seid denn hier? Wölfe greifen ihn an. Beim blauen Obelisk. Der Wendekreis ist real. Jetzt hab ich den Wolf. Jetzt hat er sich eingerollt, weil Wölfe ihn angegriffen haben. Oh Mann. Leck mich fett. Kann ich einen eingerollten Dödel grabben? Das ist so, ja. Stimmt. Ja, kann ich. Dann warte ich, bis der sich ausrollt und dann. Der sich ausrollt? Ab. Ja. Der wird auch im Zustand explodieren, falls die Turrets an sind, ne? Auf alles. Obwohl, werden sie nicht sein. Ach komm, ich klatsche jetzt hier ein C4 dran. Ist dran, ich sehe es auch. Ich grab den jetzt erstmal und lass ihn dann mal fallen und dann gucke ich nochmal. Ob man das C4 sieht oder nicht. So, wie war das? Schön. Guck auf ein bisschen Trollerlein. Oh, jetzt habe ich den Ankylo, Alter. Das ist schlimm mit dem Ding. Ich hätte ihn jetzt ins Wasser geboostet. So. Das ist ein Wolf. Ich habe ihn gegrabt. Ich lasse ihn jetzt einfach mal hier fallen beim Obelisk. Und zack. Hier stehen hier zwei. Ja. Warum sind hier zwei? Ach so, weil ich gerade einen gedroppt hat. Der hintere ist der... Der erste? Der, da ist es. C4 ist dran. Wo ist denn der andere jetzt her? Weiß ich nicht. Alter, der Teamspeak. Ja, dein Drache schwimmt. Der steht und uns zuguckt. Was? Ich wüsste das da oben, da steht der uns. Wer denn? Dekus heißt der. Hansa drauf. Wo denn? Ja, links von dir. 90 Grad. Ach da. Hallo. Ich war auf das Dach. Hallo. Ich könnte ihm einen schönen Headshot geben. Einfach so. Einfach drauf zwiebeln. Oh, bleib stehen. Löwen suchen? Yo, wir suchen einen Löwen. Soll ich ihn mal mit C4 hochjagen? Komm, den Rain, der hat bestimmt guten Loot. Robertenhausen ist back. Yo, Robertenhausen ist ready to raid, Alter. Wir müssen uns mal einen Drachenkampf liefern. Also mit zwei verschiedenen. Ah, das ist aber doof. Ist immer ein. Ja, du nimmst nicht Feuer. Genau, ich wollte auch, gerade sagen, das ist doof, weil da ist immer einer im Nachteil. Tag, lass mein Penis! Du Spaß. Nee, ich sag mal kurz, was abgeht, solange hier Arc startet. Wir joinen jetzt alle gleichzeitig auf den Server. Die erste Ordnung, die war ja eben nicht online, die sind jetzt on, haben bei den Knastbrüdern, also hier beim Bauarbeiterbett, wieder Dinos gekillt und Golems in die Base gelockt und was weiß ich. Wir vermuten nämlich, dass die, weil die Infernals ja diesen Turret Tower hinter deren Base als Schutz gebaut haben, vor Raketen, die abschießen und dass die dann nicht mit ihren Drachen einen Gegenangriff starten können. Deswegen vermuten wir, dass die offline gehen, sobald die sehen, dass wir online kommen. Deshalb gehen wir jetzt alle gleichzeitig. Seid ihr schon? Wir steigen gleich in am Join. Okay. Hast du die RPGs noch?
Alex mit den 20. Und das Ding ist. Ja, gut, sorry. Was denn? Ja, ich glaube, ich habe dich unterbrochen. Nee, das war nur. Oh, ich bin in den Rohren. Okay. Das Ding ist, die werden jetzt halt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sich einfach ausloggen. Das heißt, wir haben. Sind sogar 18 Leute drauf. Das heißt, wir haben genau 30 Minuten Zeit, um die Base jetzt zu plätten. Wir haben jetzt den Plan mit dem Dodikorus-Drop-Dings da ein bisschen verworfen, weil das eventuell zu lange dauert. Und wollen jetzt einfach nur die Turrets an einer Seite tanken. Mit einem Drachen, der Alex hat wohl einen recht guten. Und die anderen schießen dann mit Raketenwerfern drauf und versuchen die Turrets da wegzuholen, dass wir dann von hinten einfach ganz gemütlich dran können. Dann müssen wir nur noch deren Drachen killen und dann hätten was. Oder wenn die offline sind, wären die sich ja nicht mal. Dann können wir da gemütlich die Base aufsprengen und haben es dann soweit geschafft, wobei ich die Drachen dann auch töten würde. Ja, alles. Also komplett wipen würde ich sie einfach, weil wer es so provoziert, ne? Und es ist ja einfach auch Spaß. Frage ist aber, wie viel kann ein Tier ohne Rüstung tanken? Fast nichts. Wir müssen da gleichzeitig draufballern, ne? Also nicht einer schießt und einer tankt, sondern einer tankt und drei schießen. Wir haben keine RPGs, also ja, aber nur mit Lenkraketen. Ja, die Lenkraketen kannst du auch schießen. Die fliegen ja geradeaus, wenn du nicht lockst. Ja. Und ich habe auch, also die fliegen nicht mal den Bogen, ne? Ja, die fliegen ganz normal dann. Ja, ich habe aber auch noch welche, also ich kann noch welche mitbringen im Notfall. So wir ist es nicht. Auf dem Weg. Also ich ja. Pace gleich diese Türme da. Ja, Nikis Drache ist tot. Ich bin noch am Join, aber geht jetzt auch los. Sagt, sobald die sich ausloggen. Machen sie schon, schreibt, guck in Chat. Also du siehst nicht, aber sie schreiben, es ist Zeit zu leften. Ja, dann ist es ein bisschen ja, ich glaube, die wissen nicht, dass wir so vorbereitet sind, ne? Dass wir quasi alles im Inventar haben und einfach nur losgehen und die Base wegtrümmern. Ich nehme jetzt alle Raketen mit, oder? Ja, nimm mit ruhig, ja. Ich hab, oh, das sind aber scheiße viele, ne? 60 oder so. Nee, lass. Ich lass die Hälfte von beidem zu Hause. Aber noch einen Raketenwerfer brauche ich definitiv. Also ich habe jetzt nur noch 9 Lenkraketen und 2 normale. Weil ich habe so ein bisschen Schiss, dass ich mich dann, wenn ich, weil ich halt von meinem Drachen aus runterschießen muss, dann auf die Base. Da wäre gut, wenn du mit dem Rücken zur Base stehst. Genau. Ich nehme mal. Der ahnt das hier, der ist jetzt mit seinem Drake hier an dem Turm. Und dann machen wir weg. Mich grabben. Nee, ich nehme den Blitzdrachen, das ist besser. Bauarbeiter, wer treffen wir uns beim blauen Obelisk? Muss der sich nicht erstmal vorziehen? Ich bin da. Ich bin beim blauen. Sind halt nur auf Speed, ne? Also, die können wahrscheinlich nichts machen mit ihren Drachen in Sachen Kämpfen. Ja, ich habe hier einen 435 Elektroboy, also wenn ich da gleich einmal durchröste. Nice. Musst du aber auch treffen, ne? Weil ja, das ist das Ding. Schnell, die Boys. Als ob ich jetzt wieder die Lags habe. Ich habe wieder diese Standbilder. Bauarbeiter Bert sagt hier, hätten sie ihn komplett graded, also die erste Ordnung, die wir gerade angreifen, hätte er es nur verstanden, aber die haben ja nur Golems in seine Base gelockt und seine Tiere getötet. Sind die denn noch on? Ja, also Sheep ist noch arg. Aber die machen doch nie irgendwas ganz, ne? Das ist doch eh nur abfacken. Mhm. Das ist dasselbe, was Legendary macht. Das sind Tribes, die einfach. Ja. Oh, ich bin. I don't know. Ja, toll. Ich lock mich. Jetzt dauert das wieder 2 Minuten, bis ich aus dem Spiel überhaupt erstmal rauskomme. So, ich bin wieder back. Lol, ich hab's jetzt gesehen. What the fuck, wie der Also, entweder ist er krass geleckt. Ich bin hinter dir jetzt. Ich bin jetzt hinter dir. Der ist gerade hier lang geflogen, ist ein Stück nach vorne geleckt und dann war er weg. Sollen wir mal nichts zu schreiben und die jetzt einfach wegmachen oder was? Ja. Also, wow. Wo soll ich hin, Leute? Was ist hier angesagt? Ich plante die. Wo denn? Gerade da, wo die vorher waren. Da kann ich halt jetzt nicht hin, ne? Mach mal einen Turret gleich fertig. Hab ich schon. Er kommt. Er hat mich versucht. Einer ist fertig und an, weil der kommt jetzt direkt zu dir. Ja. Hier ist ein Abgrund, Alter. Why? Why? Noch einer. Er hat mich angezündet, ich muss weg, kurz. Also bist du fuck. Leute, das Ding ist halt, ich kann da nicht hin, weil eure Turrets ja auch auf mich ballern. Ich bin doch schon kurz.